Gut. Dann würde ich sagen, heilen wir uns mal bei dem Fuchs. Ich will doch nicht in einen komischen... Was? Ins Shoppingviertel gehen? Also wieder zurückgehen im Sinne von... Oder meint ihr damit Shoppingviertel im Sinne von, wo sein Schatten ist? Aha, da kann ich auch hin. Was kann ich hier machen? Auenschatten besiegen. Was gibt's hier? Oh, ein Schild gegen verscheute Dinge. Du hast eine ungeöffnete Flasche Sake gefunden. Mori Ranmaru ist das nicht. Warte mal. Ist das eine, was der Typ haben wollte? Mori Ranmaru! Hey! Okay, gut. Sehr gut. Das war's ja schon, da haben wir das auch noch geschafft. Super. Fantastisch. So, kommen wir zu Cheer. Können wir da noch irgendwas machen oder so? Zur Burg gehen. Ne, die führen beide letztendlich zur Burg. Okay, das ist jetzt keine andere Burg, das ist das gleiche. Gut. Fuchs, heil uns mit deinen Kräften. Letztlich ist er dir den ganzen Weg bisher gefolgt, aber die seltsame Atmosphäre scheint ihm nichts auszumachen. Hm, was ist denn das für ein seltsames Wesen mit einer roten Schürze? Was, Sensei Sahifa? Wow, Sensei, was für ein Wesen du kennst. Schön, dich kennenzulernen, Fuchs. Auf gute Zusammenarbeit. Um Heilung bitte. Du brauchst 9000. Nein. Auf keinen Fall. Also, nee. Also, ja, nützlich, wenn ich Geld habe. Also, das sollte für die erste Erkundung reichen, was ich jetzt hier habe. Also. So, also ich denke mal, da sind wir gut ausgerüstet. So. Na dann, auf zu Kanji, würde ich mal sagen, ne? Oh, you found out more about Kanji. Yes. Uh-huh. A complex. Ja. Yeah. Die großen neuen Informationen. Ja. That's it? That's all I have to go on? You're working me to the stuffing. Ich weiß noch, ja, also er hat einen Komplex und er ist ein seltsamer Kerl. Also die großen Informationen, von denen wir noch nie was gehört haben. Oh well. Then I'll open my nose up real wide and sniff real hard. Du kriegst das hin. Oh, I think jetzt geht's los, Leute. It feels like our target. Is this it? Follow me. Ich bin gespannt. Jetzt kommt's. Ich freue mich drauf wirklich. Ich kann mich so an dieses an diesen Dungeon erinnern, das ist krass. Tja. Es ist extrem schwül. Is it just me or does the fog here seem kind of different? Ja, das ist der, weißt du, der erotische Dampf der schwulen Sauna scheinbar, ne? My glasses are fogging up. Naja. Man, it's hot in here. This place is like a... Naja, sprich's aus, los. Come here, pussycat. Oh, such well-defined pecs. There's no need to be scared. Ich liebe es einfach, dass das ein Dungeon in diesem Spiel ist, wirklich. Now just relax. Ja, da müssen wir rein. Wait a second, I don't wanna go. Jetzt habt ihr mal nicht so Yosuke. Gib mir alles ein erstes Mal. Is Kanji-kun really here, Teddy? The nose knows! The nose knows, ah. Oh, super. Das merke ich mir. Den Spruch. We're really going in here? I can already feel the sweat rolling down my back. Tja. That's because it's so hot. Tja, na dann wollen wir rein, da würde ich sagen, ne? Ihr habt Kanjis Aufenthaltsort gefunden, jetzt müsst ihr ihn nur noch retten. Du solltest dich auf die Rettungsaktion vorbereiten. Ich will da rein. Sei vorsichtig. Na dann. Hier ist es dampfend heiß. Aber trotzdem läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ich habe mir wohl einen Schnupfen geholt. Meine Nase ist auch total dicht. Kanji-kun, wo bist du? Antworte uns. Boah, die Musik ist geil, oder? Warte mal, hör mal hin hier. Schön stressige Musik, ja, jetzt denkst du, ach, Sauna ist schön und entspannt, aber das ist ja Stress pur, ne?
Dampfbad Nummer 1. So, oh, jetzt haben wir eine komplett neue Person. Mitreißender Liebesengel, autonomer Basalt. So, müssen durchprobieren, die kennen wir alle noch nicht, ne? Okay. Three enemies. Let's get through this. Garu, wir müssen ja mal die ganzen Sachen ausziehen jetzt mit der Hauptrunde. Ah, guck mal hier. Perfekt. Alter, kleiner da hat wahrscheinlich 50 Cent. Ja, ist das so? Ja, da wird er wahrscheinlich Buhu haben. Oh, er ist drin. Oh, was? Jesus Christ! Eieieiei. Das ist ja... Das ist ja krass, meine Fresse. Also am besten das gar nicht irgendwie angreifen lassen, die Viecher. Heftig, Mensch. Okay. Also sollten wir nicht zu übereifrig sein, scheinbar, ne? Dann gehen wir alle mal in Deckung. Fuck, Alter. Ich will jetzt nicht fliehen, aber ja, okay, Bock, jetzt jedes Mal meine Seelentropfen da zu verwenden. Ja, ich hab mich verrückt. War nicht Seelentropfen, oder scheiße. Mann, ich hab mich verdrückt hier. Ich wollte Auferstehungsperle nehmen. Wo ist es hier? Auferstehungsperle. Das ist echt ungünstig alles. Mann, jetzt verarscht mich doch nicht! Ich wollte schon sagen, gut. Ganz ruhig, ja. Gut, meine Güte, ey, das war jetzt ja hier. Was ist das denn, ey? Also, eine vorhandene Karte wird zu einer Persona-Karte. Das wäre ja. Das, ja, okay. Passt. Nehmen wir die hier. Flügelgewebe versteckt. Ja, ich bin wenigstens Stufe 16, immerhin. Immerhin. Tja, ist wirklich heiß hier. Are you alright? Ja, ich weiß nicht, ob ich alright bin. Also ich kann das noch nicht einschätzen. Gerade noch nicht so, würde ich sagen. Ne? So, Schatztruhe. Weiße Feder. Was haben wir denn hier Feines? Wofür ist sie gut? Nee, hier, mein Zubehör. Weiße Feder erhöht Widerstand gegen Licht. Nein, das ist so. Ja, ja, ist ein bisschen sehr, sehr spezifisch. Komm. Tja, aber gibt's denn hier Spaß, Leute? Oh nein, ich höre schon. Ich höre nicht schon den Tod, oder? Auch nicht jetzt schon. Boah, war der Gegner schneller. I smell three enemies. Don't get careless. Ja, jagen noch Fisch. Juckt den nicht. Also wir müssen auf jeden Fall diese Steine betäuben. Das ist das Allerwichtigste, was passieren muss. Die hauen mich mit einem Schlag weg. That's it, Yosuke. One enemy down. Persona. That's it, Yosuke. Ja, und mach weiter. Immer drauf da. Immer. Ja, immer Overkill. Das ist eine gute Sache. Vielleicht können wir den jetzt noch down und dann können wir wenigstens unsere Gruppenattacke starten. Oh, wird sogar abgeblockt. Scheiße. Sei benommen, sei benommen. Nee, bleib liegen. Oh, die hat's überlebt? Wie? Der ist noch nicht, ja. Der Wind haben wir noch nicht probiert, tatsächlich, bei den vier. Typische Attacken. Ja, fix it jetzt mal. Chill mal. Oh, komm jetzt, ja. Und... Stopp!
Ich glaube, wir sollten mindestens bis zur zweiten Ebene durchhalten. Also, ich schalte es auch okay, wenn man die halt wieder down kriegt. Dann ist alles okay. Aber das muss halt gegeben sein, der Faktor. Teufel. Ja, ich natürlich eine neue Persona, ist klar, ne? Festes Gewebe, Rauch und Quarz. Ja, hey. Wir können gut leveln. Er kriegt gleich seine erste Gruppenattacke, was sehr gut ist. Okay, wir können mal alle heilen. Die hat immer noch am meisten SP. So. Ja, aber hey, ich bin trotzdem mit unserem Fortschritt sehr zufrieden. Auch wenn wir gerade ein bisschen... der Tod Sorgen macht, der scheinbar hinter uns ist direkt. Der too slow, ist das so? Ja gut, sie können die ausweichen, das ist wahrscheinlich der Nachteil bei der Gegentüren, ja, aber... Und weiter. So, letztendlich brauchen wir hier... Mal ganz normal hier. So. Skill gemacht. Schädelknacker probieren. Immer schön hoch da. Und? Oh, gut. Gut, das wäre ein Problem gewesen. So, wollen wir schon mal den ersten hier vernichten. Yosuke ist auf dem Warpath. Keep it going. Awesome. Nein, bleib liegen. Leg dich hin. Ich mit dir möchte keiner spielen. Yuki-chan's in danger. Ach, die hält das immer aus. Meine Fresse, das ist Wahnsinn. Yuki-chan's health is too low. Fix it. Persona. Die hält das immer aus. It's down. Okay. Ach ja, ich denke mal, wenn ich hier ein paar Level noch erreicht haben sollte, dann ist die Steinchen auch kein Problem mehr für mich, ne? So, was haben wir ja denn Schönes? Ne? Da war so eine Persona-Karte, das ist... Tja, wir nehmen natürlich den Erzengel der Gerechtigkeit hier. Also eine Person rausschmeißen, das wird sein, das komische Vieh. Ja, wir kommen gut voran. Wir kommen sehr, sehr gut voran. Ich finde, wir haben in den Stream auch echt viel geschafft. Also, jetzt noch gucken, wie weit ich hier komme und beim nächsten Mal sozusagen mache ich dann mal, setze ich meinen Speierstand und dann reicht es eigentlich auch erstmal für heute. Ich möchte am besten mal alles mitnehmen, aber ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich habe die ganze Zeit dieses Kettengerassel. Three enemies, but they're too slow. Das macht mich nervös. Oh, nice. Go, Sensei, go! Ruf da. Ja, perfekt, jetzt kriegen wir... Ah, ich hab ihn verdrückt, scheiße. Nein. In Deckung gehen alle. Überlebt das bitte. Gut. Ich konnte noch einmal rumgehen, ohne... dass ich Schaden nehme. Wow, is Yosuke aiming for some overkill? It's down! Okay! Geht in Deckung und überlebt bitte. Oh, super. Das war echt gut. Also, da muss ich mal Teddy zustimmen. Und Träumchen. Machen wir das Kieselsteinchen noch fertig. Dann ist es auch ausgelöscht. Was haben wir denn alles Schönes hier? Kampf mit der Hälfte der LP, LP möchte ich momentan schon haben. Mana-Wert brauche ich nicht, Hasche drin. Zengi. Komische Vieh schon. Aber trotzdem, ja, ich immer. Jetzt sollte ich immer noch meine Persona ein bisschen verstärken. Passt schon.
Lebensstein. Wo habe ich das alles erkundet? Nö. Das ist noch ordentlich. Ja, in dem Hauptgang. Ich hoffe, wie gesagt, dass mir der Tod, der sich entgegenkommt. Das ist immer ein bisschen ungünstig, muss man sagen. Ne? Da bestimmt noch was Schönes um die Ecke. Guck mal, hier gibt es noch einen ganzen Gang, ne, den ich nicht erkundet habe. Einen ganzen Abschnitt. Ja. Oh, wer seid ihr? There are two enemies. Hang in there. Okay, interessante Fantasien hat er. Korrupter Polizist. Naja, gut, so kann man es auch nennen. Ich glaube, wir sind jetzt in eurer Fetischszene gelandet hier. Gut. Wollen wir mal ein bisschen. Bisschen zappen, ne? So stehen die doch bestimmt, oder? Charge through! It's not going down! Ey, die kratzen so ein bisschen gegen sich am Kopf. Oh ja, perfekt. Ja, machen, gerne. Ey, Josuke, also Josuke ist echt so ein Typ, den sollten wir, glaube ich, echt in unserer Gruppe behalten, oder? Also, den würde ich mit Josuke nicht austauschen. Der ist ja ziemlich stark eigentlich. Ja. Was war das denn? Wow. Das war gekonnt, ungekonnt, ne? Elegant hoch 10. Genau, mach nochmal Zwillingsdrachen. Immer schön draufkloppen, wenn ich schon am Boden bin. Ja, Izanagi. So, perfekt. Reinigendes Salz, ja, ja. War klar, dass wir das hier antreffen. Okay, es ist halt immer die gleiche Kombo hier. Was nicht schlimm ist. Dann wissen wir jetzt, wie das alles hier funktioniert. Ich glaube echt, bei der zweiten Ebene müssen wir nochmal uns dann zum Eingang teleportieren. Ich glaube, so viel können wir da unten mehr machen. Also Go-M auf jeden Fall weiterkaufen. Also ich bin da jetzt auch schon fast völlig leer mittlerweile. Ja, perfekt. Aber ich scheine gerade auf einem guten Level zu sein. Also ich scheine jetzt nicht total overpowered zu sein, aber jetzt auch nicht stark unter anderen Level. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Ja. Yuki-chan, that was lovely. Perfekt. No one stands in Sensei's way. Na, machen wir auch mal Gau drauf. Dann müssen wir auf jeden Fall die Treppe. Sterben wir. Das wollen wir nicht. EP hoch, bitteschön, ja. Tja, lohnt sich doch ein bisschen. Natürlich wollen wir uns jetzt noch die Frucht unseres Kampfes nehmen. Irgendein Reis. Gegner hier zu ignorieren, falls ein Schwern hier vorbeizulaufen. Uns ist lang, links lang. Da rein. Hier hoch links. Ja, hey Mensch, komm. Also das war doch echt ein guter Grind oder gut vorangekommen. Diesen Kanji-kun sind wir ja noch nicht begegnet. Ah ja, Sensei, darf ich dich was fragen? Warum ist es hier so heiß? Hat das was mit Kanji-kun zu tun? Ist es auch so ein heißer Typ oder was? Ich raff es nicht, Sensei, hast du eine Ahnung? Ich glaube, ich verstehe es. Ah, das ist mein Sensei. Gibt es irgendwas, das du nicht weißt? Natürlich nicht, ich weiß alles. Aber die Kiste schnappe ich mir noch. Eispin. Was macht das Eispin? Verringert Eisschaden um 10%. Oh ja, ist doch praktisch. Ich habe jetzt Eisdämpfer, ist womit sie fair. Ja, aber Eispin besser, dass der Schaden einfach verringert wird. Also, weil die Chance auszuweichen heißt ja nicht, dass ich letztendlich wirklich ausweiche, ne? Ja. Und tschüss. Alles in Ordnung, Sensei, lass uns langsam angehen. Jo, und weil wir, ich würde sagen, hier speichern wir.
Beim nächsten Mal können wir tatsächlich das Geld für den Fuchs ausgeben und einfach an der Stelle weitermachen. Ich meine, wir könnten gleich mal nutzen, dass wir wirklich hier in dem Dungeon sind oder so. Durch den Fuchs haben wir jetzt auch die Möglichkeit, tatsächlich ja, ein bisschen länger in der Schattenwelt zu verbringen. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen für heute erstmal Schluss. Es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Also, ich bin richtig investiert und involviert in die Story. Ich freue mich auch, dass es mal möglich ist, so Nebenaufgaben irgendwie machbar zu lösen. Und dass man dann 20 Stunden damit verbringt, ja. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Persona 4 Golden. Bis dahin und ciao.